Ich grüße euch. Heute auf meinem Trainingsplan steht das Bankdrücken an Nummer 4 und ich werde heute enges Bankdrücken ausführen mit vielen Wiederholungen, Bankdrücken mit Affengriff, Military Press und noch einigen Kleinkram für die Brust und für den Trizeps und dann ist mein Training auch heute schon vorbei. Ist auch reichlich warm heute. Und deswegen hänge ich da auch nichts weiter dran. Was ich auf jeden Fall nicht wegfallen lasse, sind die zwei Bodyübungen zu Beginn meines Trainings. Ja Leute, wenn es euch wieder gefallen hat, dann schreibt mir gerne ein paar nette Zeilen. Vergesst nicht, den Daumen nach oben zu drücken oder abonniert mich, dann wisst ihr immer das Neueste vom Uwe. So Leute, genug gelabert. Ich gehe jetzt ins Training rüber und werde heute alles so gut wie es geht bei der Wärme durchziehen. Das war der heutige Trainingsplan und los geht's. Begonnen habe ich mit Liegestütze mit erhöhtem Bein und das habe ich dann immer so gewechselt mit Brustscheibe, heute 15 Kilo und wenn die dann fertig war, die Brustscheibe, ging es weiter mit der Liegestütze und dann kam wieder die Brustscheibe dran, keine Pause zwischendurch und da war ich nach 3 Minuten komplett fertig. Weiter ging es dann mit den engen Bankdrücken, heute auf sehr viel Wiederholung und das hat schon geschlaucht. Ich konnte allerdings 45 Kilo heute in der Bank bewegen beim engen Bankdrücken und das war auch schon wieder ein Fortschritt gewesen. Ja, langsam komme ich da 60 Kilo entgegen. Ihr seht mal hier, wie ich die Hantel angreife. Einen mittleren Griff wähle ich und dann geht's wie beim normalen Bankdrücken runter. Allerdings immer die Hände schön zulassen, sonst kann die Hantel Richtung Brustkorb, Gesicht fallen und das hat dann böse Verletzungen auf sich. Nun gut, ich habe diese Wiederholung regelrecht durchgeschrubbt und muss sagen, das hat ganz schön geflackert im Trizeps, aber da hilft alles nichts, da muss ich entwickeln, also muss er da durch. Dann bin ich zur Bowflex übergegangen, simples Hightech-Kurzhantelgerät, kann man das Gewicht einstellen, da habe ich dann das Kurzhanteldrücken durchgeführt und ich bin dann rübergegangen zum Military Press, heute 42 Kilo und da habe ich schon gemerkt, das ist wieder sehr gut, meine Schulter macht mit, das freut mich natürlich und da habe ich Vollgas gegeben. Wie gesagt, der Trizeps muss sich entwickeln und da muss er durch und er musste auch durch beim Trizepsseil drücken, da ging es heute mit 30 Kilo zugange. Und es war schon eine kleine Schinderei, aber der Effekt war dann sehr gut.